Schock. Ich möchte heute ein Video, ein kurzes Video über unsere Hausabrechnung machen. Jetzt hat es schon 38 Grad in der Sonne und ich möchte ein bisschen was erzählen. Wie gesagt, Euro, Rubel habe ich gerechnet, 65 Rubel, 1 Euro. Und die Hausgeldabrechnung für Monat Juli in Euro, aber auch Rubel. Es ist alles ohne Grundgebühren, nur Verbrauch. Für Gas haben wir nur Kochen, ohne Warmwasser und Heizung. Es ist so ziemlich genau ein Monat, ein Tag oder nicht, spielt keine Rolle. Haben wir gebraucht 5 Kubikmeter Gas, also nur fürs Kochen, nur fürs Kochen. Das sind 5 Rubel, 86 pro Kubik und das sind 29 Rubel, die 5 Kubikmeter und das sind umgerechnet 50 Cent für Gas, Gasverbrauch 50 Cent. Und dann geht's noch weiter, das Wasser. Wasser mit Gießwasser für Garten ohne Abwasser, weil wir haben eigene Grube hin hier, selbst gebaut, also bauen lassen. 10 Kubikmeter Wasser, 1 Kubikmeter 33,24 Rubel. Also sind 10 Kubikmeter Wasser, 332 Rubel, das sind 5 Euro. Dann geht's los mit Strom. Strom mit Warmwasser und Klimaanlage und ich habe ja auch viel geschweißt und so weiter. Also 289 Kilowattstunden Verbrauch. Die erste 150 Kilowattstunde kostet 3 Rubel 61. Das sind für 150 Kilowatt 541,5 Rubel. Und was über 150 Kilowattstunde ist, das sind dann nochmal 139 Kilowattstunde, kostet 4 Rubel 57. Das sind nochmal 635 Rubel. Also 1186 Rubel, das sind 18 Euro Strom. Es kommt Müll pro Person 52 Rubel. Bei uns zählt es für 2 Personen, also 104 Rubel. Das sind 1,60 Euro Müllgebühren pro Monat. Das teuerste ist Internet. Das sind 850 Rubel. Das sind 13 Euro. Also sind die Gesamthausgeldkosten für einen Monat 38 Euro. Also Gas kostet 1 Kubikmeter 9 Cent. 9 Cent, 1 Kubikmeter Gas. Und 1 Kilowatt Strom, 7 Cent. 1 Kubikmeter Wasser ohne Abwasser, 51 Cent. Und wie gesagt, beim Strom ist so, die erste 150 Kilowattstunde kostet eine Kilowattstunde 3 Rubel 61, zwischen 151 und 800 Kilowattstunde kostet eine Kilowattstunde 4 Rubel 17 und was über 800 Kilowattstunde pro Monat ist, kostet 5 Rubel 53 pro Kilowattstunde. Also das sind hier die Staffeln, das was man in Bulgarien, Spanien so Tagstrom, Nachtstrom hin, das ist hier halt noch einfacher. Je höher das der Verbrauch wird, umso teurer wäre dann die Kilowattstunde. Aber man kann so nichts sagen, ja, wenn wir mit Gas und so Warmwasser machen, wird das der Gasverbrauch auch höher. Und dann im Winter, wenn Heizung dazu kommt, aber mehr in Fußbodenheizung, das Haus ist gut isoliert. Also ich glaube nicht, dass wir über 50 Euro pro Monat kommen.
Wollte ich noch so sagen, erster Monat hier haben wir ungefähr 30.000 Rubel für Essen und Trinken gebraucht. Das sind ungefähr 400 Euro, sowas glaube ich. Und auf jeden Fall, das war ja quasi mit dem Anfangspaket, es war ja nichts mehr da, wenn wir haben ja alles ausgeschüttet, also und auch dann am Anfang ein bisschen Festlichkeit mit Essen und Trinken und Trara und so. Und da ist halt ein bisschen mehr Woche. Und dann haben wir ja auch wieder Vorrat gehabt. Und ich glaube, das war alles, was ich bis das erste sagen wollte. Und nächste Videos sind schon im Arbeit. Jetzt würde mich noch interessieren, was bezahlen Sie zum Beispiel in Deutschland für Strom und Gas, Wasser und so weiter. Also wir können hier, bei uns gibt es auch keine Beschränkungen mit 3 Minuten Duschen und 18 Grad in der Wohnung und solche Sachen. Also wenn es sowas wäre. Also ich täte mir von diesen Politikern nicht vorschreiben, wie lang das ich duschen will und wie hoch, welche Temperatur das in meiner Wohnung ist. Also da haut es doch am fast der Boden aus. Also, dann tschüss, bis bald.